Die sind von Eschkom und die werden morgen hier an der Masse mit dabei. Schon der Moje mit einem Mia telefoniert, die hat mir gesagt, wie schön, dass gestern darüber durchgeführt, dass hier rund 80 Jahre die Nazien hier am Lützburg angefallen sind. Der Mann hat damals 10 Jahre. Am Krieg war Trächterin eine ganz große Figur, die die Leute auch zusammengeführt hat. Wie sieht die denn am Alter an dieser Situation von Corona? Ja, ich sehe nicht irgendwie, wie soll ich sagen, einfach positiv. Wir waren immer für uns Trächterin, die war für uns immer als Mann, muss man so sagen. Früher sind wir zu Fuß an die Stadt gepilgert. Ich kann mich daran erinnern, am Studerin wie heute. Und das war immer ganz emotionell für mich, schon als Kind. Und ich habe von mir schon in der Tour gesehen, die Mutter Gottes, das war für mich das Größte von mir, muss man so sagen. Und heute an dieser Zeit fand ich es auch gut, dass als Kirche einfach absehen. Weil ich meine, die Leute, wenn die Leute schlecht gegangen sind, wo haben sie Trost gesehen? Auf was war das Lächeln, und dass sie sich noch geklammert haben? Das war Gott. Und war als Trächterin. So gute Leute, die nicht mehr geglaubt haben. Wenn sie an der Hut waren oder wenn sie so sterben, dann haben wir uns gedacht, oh hei, du weißt ja noch etwas. Und dann haben sie gesagt, können wir beten? Oder komm, lass mal beten. Und ich fand das an den Zeiten hei auch ganz wichtig, dass wir uns einfach nicht isolieren, dass wir bei über Telefon, über Skype, das ist nicht dasselbe. Und kann man, ich ist mein Enkel, kann man die so noch bummi, das ist nicht dasselbe. Sie sehen zwar immer drauf gewesen. Und ich fand das als Kirchen absehen. Und ich muss sagen, ich bin all der an Kirche. Ich will auch nicht weiter, weißt du, dass man das entre parenthèses sagen. Aber ich fand, dürfen den Trost. Und egal, wer das, fand ich doch, Leute, die das nicht geliebt haben. Ich fand, wenn ich etwas tun, was mir mehr Zeit oder auch, ich so nicht mehr, wenn ich, wie soll ich so, wenn es mir schlecht geht, mir ist so auch merci, wenn es mir gut geht. Und ich meine, das vergessen Leute, nicht mehr in der Kirche, wenn es ihnen schlecht geht, da sind sie für alles zu haben, und da sind sie für alles begeistert, und sie so noch merci, wenn es ihnen gut geht, als gehen ihnen etwas. Und das ist mein Message. Das Leute sollen einfach auch für das gut, was da ist geschieht an dieser Zeit. Weil so, das Neueste so schlecht, tut doch sein gut sein. Ja, ich so nicht. Merci. Und das ist dann noch einen schönen Tag.